Okay, dann lasst uns gerade mal rüber switchen und wir gucken mal, was uns der neue TV-Spot, ich meine, wie gesagt, es sind nur zwei TV-Spots, was die uns aber hier zeigen. So, und ich habe es ja auch schon angekündigt auf dem Hauptkanal. Wir machen dann erstmal eine Pause von den ganzen Leaks und Videos über Godzilla Kong, bis der Film rausgekommen ist. Zum einen, weil halt übertrieben viel rumgejammert wird. Aber so, keine Ahnung, so als würde die Welt jetzt untergehen. Ich meine, ich versehe, glaube ich, jedes Video mit einer Ansprache von mindestens 3 Minuten, wo ich 50 Mal sage: Achtung, Spoiler, Achtung, Leak, Achtung, Spoiler, Achtung, Leak. Trotzdem werden dann die Videos wirklich bis zum Schluss geguckt, 10 Minuten lang. Und danach heißt es dann: du hast gespoilert. Und das geht nicht in die Birne von manchen Leuten rein. Deswegen habe ich mir gedacht: Komm, wir haben jetzt auch schon so viele Videos über das Thema gemacht. Wir haben jetzt schon so viel darüber gequatscht. Machen wir einfach jetzt mal hier einen Cut. Darüber werde ich aber auch nochmal reden hier über die TV-Spots, und danach werde ich nochmal ein finales Video auf dem Hauptkanal machen, vor Release des Films, und eben noch so ein paar Theorien und möglicherweise auch den ein oder anderen Leak zu ein paar Sachen äußern. Wie zum Beispiel die Verwandlung von Godzilla. Da habe ich was Neues rausgefunden. Da werden wir jetzt aber heute nicht drüber quatschen. Das wird dann eben im nächsten Video auftauchen. So. Ist das Gar King bei der Seite? Wir haben noch nicht mal angefangen, den Teaser überhaupt zu schauen, aber du hast recht. Das hier ist Scar King. Moment, wo ist meine Maus? Ich habe so viele Mäuse jetzt hier rumliegen. Das hier ist wirklich Scar King. Ja, du hast vollkommen recht. Mit seiner Peitsche hier unten. Die kann man auch sehen. Hier ist alles in Feuer gehüllt. Seht ihr das? Könnte vom Kampf passiert sein oder was auch immer. Und hier kommt dann jetzt anscheinend Shimo vorne raus. Wir gucken da einfach jetzt mal ganz kurz rein. Und danach schauen wir uns die ganze Nummer nochmal Clip für Clip und Frame für Frame an. Also fast Frame für Frame. Okay. Something is coming. Something even they are afraid of. Can't stop this on his own. Okay, wir haben auf jeden Fall eben gerade was ganz Interessantes schon mal gesehen. Is that a mini Kong? Okay, also das kannte man im Großen und Ganzen schon alles aus dem Trailer. Aber das hier ist neu, oder? Das hier ist, ist eine neue Stelle auf jeden Fall, ein neuer Clip, ein neues Bild, das wir eben noch nicht kannten, wo wir tatsächlich sehen, dass Shimo scheinbar aus diesem Gefängnis rauskommt. Und noch bevor er so einen Eisstrahl abschießt, scheint auch der Boden unter Shimo zu gefrieren. Und das wäre ja wirklich eine krasse Fähigkeit, wenn Shimo auch durchs bloße Laufen die Umgebung um sich herum einfrieren würde. Das wäre wirklich krass. Das würde auch dann erklären, warum in diesem einen, in Trailer 2 sehen wir einmal ganz kurz, wie Scar King gegen Kong kämpft und Godzilla gegen Shimo. Oh Gott, Lolloy. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber auf jeden Fall herzlich willkommen hier im Stream. Wo wir eben dann sehen, wie die in diesen Zweiergruppen in Rio de Janeiro kämpfen. Und da ist auf dem Boden, ist da eine Stelle, die ist eingefroren. Es könnte wirklich sein, dass diese eine eingefrorene Stelle, dass die tatsächlich entstanden ist, weil Shimo da aufgetaucht ist. Dass wirklich die Umgebung bei Shimo einfach anfängt zu gefrieren, wenn der auftaucht. Das meine ich eben. Dann lass lieber Jurassic Park machen, weil das wird interessanter. Das ist deine Entscheidung. Wie gesagt, du hast die Punkte zusammengesammelt. Du kannst jetzt komplett entscheiden. Ob du es im. Ich, ey, weißt du was? Wir machen einfach beides. Komm, du hast jetzt so lange die 10.000 Punkte zusammengesammelt. Ich mache ein Video fertig, wo wir uns diese Was-wäre-wenn-Geschichte vornehmen. Was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic World gewesen wäre und aber auch in Jurassic Park? Und packen das einfach alles in ein einziges Video rein. Ich muss für morgen erst noch ein Video aber fertig machen. Das geht relativ lange. Zum allerersten Godzilla-Film von 54. Danach kann ich aber dann das in Angriff nehmen. Von dir.
Das wird dann wahrscheinlich Ende nächster Woche dann kommen. Dann machen wir es doch einfach so. Und dann lohnt sich die ganze Nummer auch. Ich hoffe, dass dieser Film mehr Tiefe hat und mehr erklärt als Godzilla vs. Kong. Die Erwartungen sind sehr hoch. Sehr hoch, du meinst jetzt von der Story her? Das ist halt der zweitkürzeste Film des gesamten Monsterverse. Was interessant ist, weil der Film scheint tatsächlich wirklich am meisten Geschichte zu erzählen. Wir haben ja jetzt eine ganz neue Mythologie, die aufgebaut wird. Wir haben jetzt hier die Shimo-Mythologie, dann haben wir jetzt hier noch diese Mythologie mit den Menschen, die in der Hohlerde sind, die ja scheinbar während dem großen Kaiju-Krieg irgendwie in die Hohlerde geflüchtet sind. Dann haben wir noch einen neuen Bösewicht, der aufgebaut wird. Dann haben wir neue Verwandlungen von Godzilla. Das alles in dem zweitkürzesten Film. Und der längste Film von allen ist immer noch Godzilla, King of the Monsters, der am allerwenigsten erzählt. Das ist unglücklich gewählt vom Pacing her. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass jetzt hiermit das Monsterverse anfängt. Das heißt, möglicherweise bekommen wir jetzt auch hier in dem Film erstmal auch nur so ein, zwei Sachen angeteased, die dann eben erst im nächsten Film erklärt werden. Nee, nicht in zwei Teile aufgeteilt, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass einfach danach noch ein neuer Teil kommen wird. Das wird jetzt ja ein Universum wie Marvel werden. Das heißt, egal was danach noch kommt, das alles, was jetzt hier aufgebaut wird, was ja wirklich sehr viel ist eigentlich, das kann man noch in kommenden Filmen weiterhin behandeln. Und wir müssen jetzt hier nicht unbedingt erfahren, wo die Kristalle herkommen. Das kann man später immer noch erklären. Und so Sachen. Wir müssen jetzt hier auch nicht zwingend erklären, wo Shimo ursprünglich herkommt oder ob er der erste Titan war oder was auch immer. Wir müssen auch noch nicht erfahren, wo die Menschen herkommen, die in der Hollow Earth leben. Ja, das kann man alles schon mal so ein bisschen anreißen, muss man jetzt aber eben hier noch nicht tot erklären. Das meine ich. Ja, okay. Das war auf jeden Fall jetzt hier der TV-Spot Nummer 1. Wir switchen jetzt sofort rüber zum zweiten. Das Ding geht nur 6 Sekunden lang. Wir gehen mal direkt zum nächsten über. 29 Sekunden. Das scheint was Gescheites zu sein. Ich will nur ganz kurz gucken, dass wir uns jetzt hier nicht dieselben Teaser wieder und wieder und wieder und wieder anschauen. Aber das ist derselbe wie der. Okay, da haben wir jetzt noch 3 Stück übrig. Wir können uns ja erstmal kurz das 6-Sekunden-Ding anschauen. Das ist wohl, was weiß ich, was das für ein Spot ist. Ob wir da irgendwie was Neues drin haben. Aber ich glaube noch nicht großartig. Okay, ja, das hier war einfach neu. Da haben wir diesen Shot nochmal gehabt von Godzilla Evolved, das Ding hier. Und da haben wir ganz kurz auch hier diesen Heat Rate Breath heißt das Ding, glaube ich, ne? Diesen Hitzestrahl, die Hitzewelle ganz kurz gesehen. Ja, müsst ihr euch wirklich vorstellen, da hocken ernsthaft Leute, die 6 Sekunden Trailer zusammenschneiden. Ja, aber es gibt auch Leute, die TikTok machen. Okay. Dann kommen wir nun zum vorletzten. Moment, ich will ganz kurz mal was gucken. Wer sieht interessanter aus? Ich glaube, dass der interessanter wird. Da machen wir jetzt zuerst den da. Ja. Tobi, hast du den Godzilla 54 Vorfall gehört? Nee, was ist da passiert? Keine Ahnung. Meinst du, dass der Anfang von dem Film auf einer wahren Begebenheit beruft oder was? Beruht. Auf alles muss nicht eingegangen werden, aber zumindest alles, was
im letzten Film versäumt hat. Ja, da musst du aber halt gucken. Wenn jetzt der Film, wenn jetzt Godzilla Kong anfängt, mit Sachen aufzuräumen, die Godzilla vs. Kong verpasst hat, dann muss dann der nächste Film mit den Dingen wieder aufräumen, die jetzt der Film hier verpasst hat. Also du kannst da jetzt, glaube ich, also die haben da schon eine schwierige Aufgabe. Nur ich glaube auch, dass du da jetzt keine extreme Logik erwarten solltest bei der ganzen Nummer. So Sachen wie, warum kann Godzilla den Atomic Breath einfach durch die Erde durchschießen, obwohl wir eigentlich im Film sehen, dass die erst so ein Space-Portal durchqueren müssen. Das musst du mir jetzt nicht erklären, finde ich, oder? Da entweder kann man sagen, okay, ich denke mir meinen Teil dazu, oder ich sage eben einfach, kann ich mitleben. Ist auch wurscht. Im Endeffekt. Ich hätte lieber einen Godzilla vs. Mecha-Godzilla statt einen Godzilla vs. Kong gesehen. Aber das kam doch im Film vor. Du hast doch gesehen, wie Godzilla gegen Mecha-Godzilla gekämpft hat. Das war ja Teil des Films. Okay. Bereit? Und los geht's. Something is coming. Oh. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Moment, Entschuldigung. Erstmal alles durchgucken und gleich drüber quatschen. Something is coming. They don't have to like each other. They just have to work together. Kong can't stop this. He won't be alone. Okay, da gibt's einiges zu bereden gleich. Da gibt's einiges zu bequatschen nochmal hier. Da müssen wir jetzt drüber reden. Fangen wir erstmal ganz kurz hier an. Das ist eine relativ neue Szene. Die haben wir, glaube ich, so im Trailer noch nicht gesehen. Zumindest eben noch nicht von der Seitenperspektive. Godzilla macht sich auf den Weg irgendwo hin. Ja, meine Theorie ist ja gewesen nach Ägypten, weil er eben jetzt hier spürt, dass irgendwas aus der Hohlerde rauskommt. Und dann kommt eben Kong da raus und Godzilla greift dann eben auch Kong an. Das sehen wir auch im Trailer. Das hier finde ich sehr interessant, weil das hier ist auf jeden Fall nicht die Erweckung von Godzilla Evolved. Das ist eine ganz andere Location. Und ich schätze mal, dass das hier der Eisstrahl von Shimo sein wird. Könnte es sein, dass Shimo sich damals, als sie, ist ja ein Weibchen, als sie die Eiszeit verursacht hat, dass sie damals selber mit eingefroren ist und jetzt hier gerade wieder ausbricht? Dass das hier der Moment ist, wo Shimo sich selbst befreit? Da kommen Save Shimo und Scar King raus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier einfach so ein Teil vom Rückblick ist. Dass Shimo jetzt hier einfach eben gerade erst die Eiszeit verursacht hat. Und dann aber selber nochmal da rausbricht aus dem ganzen Eis. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Das hier hat mich eben gerade sehr verwundert. Wir sehen jetzt nämlich hier, dass hier auf jeden Fall Menschen drauf sind auf der Pyramide. Und gleich sehen wir aber, wie Godzilla einfach die Pyramide zerschießt mit dem Heat Ray Breath. Der killt die doch einfach dann. Oder nicht? Kong can't stop this on his own. Auch hier, ich meine, ja, das hier, da haben ein paar von euch mir geschrieben, ja, Tobi, die Autos müssen ja nicht unbedingt besetzt gewesen sein, da muss ja niemand drin gewesen sein. Weiß nicht, warum die einfach auf der Brücke rumstehen sollten, leer. Auf jeden Fall, Godzilla scheint sich auch hier nicht gerade wirklich zu informieren, ob da wirklich Menschen drin sitzen. Der rauscht da einfach durch. Und dann schießt er einfach auf eine Pyramide, wo Menschen drauf sitzen. Wird Godzilla jetzt hier wieder zum Arsch gemacht?
So wie in Godzilla vs. Kong. Das fand ich auch interessant. Moment. Ich habe zwar keine Ahnung, was es bedeuten könnte, also wirklich nicht. Diese Risse hier. Sollen das einfach nur Risse sein aus dieser Eishülle, in der Godzilla eingefroren ist? Wahrscheinlich schon, ne? Ich dachte nämlich eben gerade kurz, dass es seine eigene Haut wäre, die so Risse bekommt. So als würde seine Haut so aufplatzen und da kommt dann irgendwie ein neuer Godzilla raus, wie aus so einem Kokon oder sowas. Godzilla schützt die Natur und nicht die Menschen. Ja, das macht Sinn. Also es wäre trotzdem ein bisschen krass, aber das würde es zumindest erklären. Mir hat mal irgendeiner von euch geschrieben, wie war der Satz gewesen? Godzilla ist ein Abwehrmechanismus, genau. Es ist ein Verteidigungsmechanismus für die Natur. Sowas eben. Das war's gewesen. Ey, soll ich... Ich will's hier nicht machen. Ich hab keinen Bock, dass ihr dann... lassen wir's. Ich gehe morgen mal auf die ganzen Verwandlungen ein, weil da habe ich was sehr Interessantes herausgefunden. Das erklärt komplett beide Verwandlungen aus dem Film. Ich will's aber jetzt hier nicht spoilern. Ja, das sind auch neue, was heißt neue Bilder. Die kennt man auch schon irgendwie aus dem Trailer, noch nicht aus der Perspektive. Sehen aber auch ziemlich cool aus. Das gefällt mir ganz gut. Und ja, hier haben sie Drohnen benutzt. Das habe ich am Anfang nicht gesehen, weil ich habe gemeint, dass der Flugzeuge angreift. Das sind hier unbemannte Drohnen. Aber das erklärt ja nicht weg, warum er hier einfach Menschen tötet. Und gleich nochmal in Ägypten. Moment. Something is coming. Oder war das schon? Das ist auch ein neuer Clip. Das hier wird auf jeden Fall während dem Kampf gegen Shimo passieren. Mach den Spoiler auf Instagram. Ich mach's ja, es kommt ja eh ein Video raus. Nicht morgen das Video, aber es kommt ja eh nochmal ein Video zu den ganzen Clips raus. Und da hau ich dann einfach alles raus auf einen Schlag, was ich halt jetzt bisher so über den Film weiß. Das heißt, dann können die Leute halt wirklich, die sagen, ich habe da keinen Bock auf Spoiler, das eine Video eben noch überspringen. Es wird wieder gekennzeichnet mit Spoiler, keine Angst. Die Leute, die eben sagen, doch, ich habe da jetzt Interesse dran, das mal rauszufinden, was man bisher alles über den Film jetzt weiß, die können dann das Video mit reinschauen. Man sieht Shimo. Warte. Das hier meinst du wahrscheinlich, ne? Könnte sein, ja. Könnte sein. Und hier gefällt mir einfach auch dieser Shot wieder extrem gut. Ich habe eben gerade überlegt, warum mir das so gut gefällt. Das ist immer dieser Shot, den machen die auch sehr oft bei den Toho-Filmen. Gerade bei Godzilla Minus One war das auch so. Dass die Kamera unten dran ist. Das heißt, du siehst den Kaiju in voller Größe, aber du bist auch relativ nah an dem Vieh dran. Und dadurch wirkt Godzilla jetzt hier so unfassbar gigantisch. Was er eben auch ist. Das gefällt mir sehr gut. Das hier war auch ein neuer kleiner Clip. Das hier. Da trifft Kong scheinbar das erste Mal auf Shimo, sage ich schon, auf Zuko. Und da hinten die Berge sind auch interessant, ne? Dass die so bunt sind. Aber der Film geht auf jeden Fall jetzt wesentlich mehr so in die Comic-Richtung. Das merkst du halt wirklich bei jedem Shot. Der ist wesentlich heller, wesentlich bunter. Ja. Ich lass mich überraschen. Die Szene habe ich eben gerade gemeint. Wo man sieht, Shimo gegen Godzilla und hier Scar King. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich Kong sein soll. Ich kann das hier überhaupt nicht identifizieren, was es wirklich sein soll. Aber hier ist ja der Boden auch komplett eingefroren. Ja. Ja. Also Kong ist hier rausgekommen und hier standen ja eigentlich noch Leute.
Es sei denn, der Film will mir das Ganze dann so verkaufen, dass die Leute gerade kurz vorher dann runtergekommen sind von der Pyramide. Aber Godzilla scheint hier wieder ein richtiges Arschloch zu sein, der einfach komplett drauf scheißt, wen er umbringt. Zumindest von Menschen. Kann man es ihm verübeln? Ist jetzt die andere Frage. Like each other. We just have to work together. Can't stop. Das kennen wir auch alles schon. Hier wollte ich mal ganz kurz gucken. Aber das war auch noch die Szene, die wir aus dem zweiten Trailer kannten. Ich dachte schon, das wäre jetzt hier vielleicht die echte Szene. Na, bitte jetzt nicht spoilern. Die Leute, die sich haben spoilern lassen, die wissen, was ich meine. Das könnte auch Zuko sein, das stimmt. Aber es sieht halt irgendwie komisch aus. So als würde, was auch immer das ist, so mit dem Kopf im Boden stecken. Das sieht ganz lustig aus. Die meine ich jetzt hier zum Beispiel. Ich schätze mal, dass wir die jetzt hier aufgebaut bekommen und die werden dann einfach in den kommenden Filmen noch mal ein bisschen weiter beleuchtet werden, schätze ich mal. Das wird hier schon anfangen, dass man vielleicht erfährt, okay, wir sind damals wirklich, oder wir stammen von den Leuten ab, die damals wirklich von Godzilla von mir aus in die Hohlerde verbannt wurden, weil Godzilla will ja die Natur beschützen und der Mensch Natur, das passt irgendwie nicht so ganz. Irgendwie sowas könnte man da aufbauen. Das wird aber jetzt nicht hier in dem Film passieren, das glaube ich nicht. Da haben wir wirklich den ersten Kampf, den wir sehen werden hier in Rom, Godzilla gegen Skylla. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, dass Godzilla Kong, diese ganzen TV-Spots, die zeigen uns nicht so viel, wie es damals die TV-Spots zu Godzilla vs. Kong gemacht haben. Das ist jetzt hier alles, da ist sehr viel Zeug mit dabei, was wir eben schon kennen. Es gab bei Godzilla vs. Kong damals, da gab es wirklich Clips mit Szenen oder gesamte Clips und TV-Spots. Da war nichts von den Trailern drin oder von dem einen Trailer mit drin. Das war alles neuer Kram. Und dann haben wir uns nach und nach wirklich den kompletten Film zusammenspinnen können. Was auch vielleicht daran liegt, dass Godzilla vs. Kong eben auch nur einen einzigen Trailer gehabt hat und keinen zweiten. Das macht es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen mit. Aber ich kann euch eins zumindest schon mal verraten. Ihr wisst noch lange nicht alles über diesen Film. Versprochen. Das ist, also ich weiß selber noch nicht alles über den Film, aber ich weiß jetzt schon eine ganze Menge. Wie gesagt, ich gehe dann darauf im nächsten Godzilla-Kong-Video mal genau darauf ein. Letztes Spoiler-Video dann eben auch. Die Trailer verraten gar nicht mal so viel, wie man das wirklich denkt. Da fehlt noch ganz schön was an Geschichte. Was ich sehr cool finde. Weil Trailer sollten zwar schon immer einen Teil von der Geschichte zeigen, sollen dich aber eigentlich auch nur anteasern oder davon überzeugen, diesen Film zu schauen. Ein Trailer sollte dir halt nie den gesamten Film verraten. Ich glaube, dass Godzilla und Shimo eine Beziehung oder Bindung haben und deswegen Godzilla Shimo nicht tötet und versucht, sie eher zu befreien, was wir auch auf einem geleakten Bild gesehen haben, wo Godzilla Scar Kings Peitsche zerstört. Das haben wir auf dem Bild nicht gesehen. Du hast auf dem Bild nur gesehen, dass Godzilla was im Mund hatte. Ja, nicht, ob es zerstört wird. Oder ob es die Peitsche war, wer weiß. Es gab ja auch noch andere, also diese Peitsche, die er benutzt, die gibt es ja noch öfter. Das ist ja nicht nur Scar Kings Peitsche. Die wird ja auch zum Teil noch für andere Sachen benutzt. Na gut. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier in den letzten TV-Spot für heute. Und gucken uns mal an, ob wir hier noch was Interessantes zu sehen bekommen. Aber ich schätze mal, dass wir so langsam, also
Als auch hieß, ja, es wird noch einen dritten Trailer geben. Soweit ich weiß, wird es keinen offiziell richtigen dritten Trailer geben, sondern noch einen Trailer, der hier und da kleine Extra-Szenen zeigen wird, so wie die TV-Spots jetzt hier, und aber einfach nochmal Trailer 1 und 2 zusammenfasst. Das gab es früher ja auch ganz oft. Da gibt es heute immer noch relativ häufig. Das ist aber für mich kein richtiger neuer Trailer dann. Das neue Trailer ist für mich Trailer 1, hat andere Sachen gezeigt als Trailer 2. Hat auch eine andere Stimmung gehabt. Das sind für mich Trailer 1 und Trailer 2. Und wir werden in der Hinsicht, soweit ich halt weiß, keinen komplett neuen Trailer 3 bekommen, der uns jetzt komplett neue Sachen zeigt. Das wird eben nicht passieren. Deswegen muss ich dann auch mal gucken, ob wir dann wirklich darüber auch noch großartig dann sprechen. Ich muss jetzt gehen. Ciao. Ja, alles klar, mach's gut. Hau rein. Wenn diese Steine gegen Shimo sind, warum machen dann die anderen Kongs nicht auch so eine Peitsche wie Scar King? Weil der sehr wahrscheinlich ein kleiner Diktator ist, Scar King. Und will halt die Macht für sich haben. Und er hat Shimo auf seiner Seite. Das heißt, sobald ein anderer Kong versuchen würde, dieselbe Macht zu bekommen wie Scar King, wird er eben einfach hingerichtet. Bei uns kommt er am 4.4. raus, ja. In USA am 29.3. glaube ich. Also in einem Monat. Okay, dann schauen wir jetzt hier nochmal rein, was uns der TV-Spot noch zeigt. Something is coming. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Oh, der Trailer hat aber einen coolen. Der hat so einen coolen Sound. Ja, gut. Hier war jetzt einfach gar nichts Neues mit dran. Und das ist nur nochmal der zweite Trailer. Ja, also ich glaube wirklich, auch mit Shimo hier, die zeigen den nicht. Die gehen da wirklich komplett drauf. Also die setzen auch sehr viel dran, dass Shimo einfach nicht vorher gezeigt wird. Ich verstehe zwar nicht genau, warum, weil man kennt diesen Kaiju jetzt ja auch schon durch bestimmte Spielzeuge oder ähnliches. Heißt, da weiß man ja ungefähr, wie Shimo aussieht. Aber sie wollen zumindest nicht zeigen, wie er im Film rüberkommt. Das ist ja ganz, ganz, ganz sensibel, das Thema. Ja, auch mit dem Grund, warum ich da die Strikes kassiert habe. Die wollen das einfach nicht. Ich bin da echt sehr gespannt drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die da jetzt schon so einen Aufriss machen und wirklich auch Leute abmahnen oder persönlich striken, weil sie nicht wollen, dass Shimo vorher in irgendeiner Form gezeigt wird, außer halt auf Spielzeugen und sowas, dann will ich wirklich aber auch von Shimo einen krassen Auftritt sehen. Wenn der einen stinknormalen Auftritt hat, wie ein Ghidorah oder so, bin ich sau enttäuscht. Der muss einen richtig fiesen Auftritt bekommen. Der muss so einen Auftritt haben wie Thanos in Infinity War am Anfang. So einen richtig bösen, krass mächtigen Auftritt, wo auch dann vielleicht Kongs bei sterben oder da musst du irgendwas richtig Fieses zeigen. Ja, ich bin echt mal gespannt drauf. Ich würde mich freuen, wenn Scar King und Shimo, also wenn beide in dem Film noch nicht sterben würden. Dass man auch mal wirklich Charaktere aufbauen kann. Das mag ich generell in vielen Filmen schon nicht. Oh, wir haben das erste Glücksspiel. Machen wir sofort. Lass mich kurz meinen Satz noch beenden. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau, dass Shimo und Scar King eben noch weiter überleben, dass man die Figuren auch ein bisschen aufbauen kann. Und ich habe ja immer, es wird ja immer gesagt, Godzilla und Kong in dem Film erinnern so ein bisschen an Vegeta und Son Goku. Ne, diese Dragon Ball, diesen Dragon Ball Vergleich, den gibt es ja relativ häufig. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn Scar King sowas wäre wie Freezer, um in diesem Dragon Ball Universum zu bleiben. Dass der einfach noch öfter mal auftaucht. Dass man jetzt wirklich was aufbaut und jetzt nicht einfach nur wieder einen Bösewicht reinhaut, wie das jeder Marvel-Film einfach macht. Und dann ist der einfach nur da für den einen Film, danach ist er wieder weg. Und auch vollkommen egal.
Das finde ich sau langweilig. Deswegen würde ich mir hier wünschen, dass da noch ein bisschen was gemacht wird. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall hier den Rambock gehabt von Mali KGL. Das Glücksrad. Und das drehen wir jetzt auch gleich. Mal gucken, ob du dann dazu was gewonnen hast. So, wo ist die richtige Maus da drüben? Dann gucken wir doch mal. Ob du ein Netry ziehst oder vielleicht sogar einen Hauptpreis. Passt. Passt aber nicht ganz. Das rote Feld, man erkennt es übrigens auch kaum, ist das Jurassic Park oder eben Jurassic World Hörspiel. Und das gelbe Feld ist quasi der Hauptgewinn. Das wäre dann die 4K Blu-ray von Godzilla Minus One, sobald der Film logischerweise erschienen ist. Ja, vorher geht ja schlecht. Okay, ich weiß jetzt nicht mal, ob ich diese TV-Spots jetzt wirklich noch auf YouTube großartig hochladen muss, aber sie haben relativ wenig gezeigt. Bin ein bisschen ernüchtert, weil ich jetzt eh so auf dem Spoiler- und Leak-Trip bin, dass ich eigentlich, ja, hätte mich zumindest nicht gestört, da noch ein bisschen mehr zu sehen, sagen wir es mal so. Das war wirklich knapp eben, ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kanalpunkte, das sind 3500, das ist aber relativ legitim, denke ich jetzt mal, ne? Weil sonst hocke ich nämlich die ganze Zeit davor und muss ja permanent dieses Rad drehen, das ist ja dann auch Quatsch. Gut, dann hätten wir das Thema Godzilla Kong abgehakt. Dann lasst mich gerade nochmal hier kurz das Thema wechseln. Da gibt es noch einen 7-Sekunden-Spot. Wir haben schon einen 6-Sekunden-Spot gesehen. Das ist, ich glaube, es reicht.